Ja, hallihallo Leute, ich bin's wieder, Tivus CP. Diesmal geht's um die M66, wie ihr gerade schon seht oder eben halt oben gelesen habt. Was mir nicht gefällt an der M66, das ist, dass man sie nur temporär bekommt, und zwar durch Events. Events, da muss man spezielle Aufgaben erfüllen, und das ist natürlich sehr kacke gewesen, denn diesmal mussten wir 400 Kills und 20 Wins machen auf der neuen Map Spain Siege and Destroy. Dazu gab es ja noch die Namecard und alles, also Namecard, dennoch das Ribbon und eben halt die M66. Eigentlich hat sich das für mich nicht gelohnt, denn ich habe wirklich die erste Nacht damit vollbracht, das zu machen, hab's auch geschafft, und ich war echt in Panik, als ich die Eventpage mal abgecheckt habe und es. Also ich hatte schon über 400 Kills und die Eventpage mir nur gesagt hatte, ja, 200 Kills. Ja, was soll dieser Scheiß alles? Und dann habe ich mir gedacht, ach, scheiß doch drauf, mache ich das nicht mehr. Ich habe die 400 Kills und dann habe ich sie dennoch in mein Storage gesehen, obwohl ich auf der Eventpage nur 200 Kills hatte. Ganz schön eigenartig. Also das gefällt mir nicht, denn die Eventpage ist wirklich nicht vertraulich. Ich vertraue der nicht, ganz ehrlich. Da muss man wirklich schon checken, ob man 400 Kills gemacht hat oder nicht. Ist die Eventpage total durcheinander. Auf jeden Fall, es gefällt mir nicht, dass man sie nur durch Events bekommt, denn das war echt schon hart, die alleine 400 Kills zu machen. Für mich auf jeden Fall. Ich habe sie schon am ersten Tag eigentlich gemacht, alles. So, vom Power her, sie macht ab 45, also bis 45 Meter macht sie an die 43 bis 65 Damage. Wenn ihr eine Entfernung, also wenn ihr von einer weiteren Entfernung als 45 Meter schießt auf den Körper, dann macht sie natürlich weniger als 42, geht ins Minusbereich bis an die 27 Damage. Also je weiter der Gegner entfernt ist, desto weniger Damage. Auf den Kopf macht sie 100 Damage bis 45 Meter. Wenn ihr weiter als 45 Meter auf den Kopf schießt, dann macht die natürlich 97 damit, also knapp an die 97, 98, je nachdem, wie weit der weg ist. Also ist sie ab 45 Meter, ungefähr ab 45 Meter, ist sie 2 Schuss auf den Kopf und 3 bis 4 auf den Körper. So, die Reload Time ist 1,9 Sekunden. Und ja, also was mir sehr gut gefällt an dem Reload-Dingsbums, es ähnelt eigentlich der Anaconda, denn es werden die Kugeln rausgenommen, also die Patronen werden rausgenommen, dann wieder reingeschoben, dann wird das eben halt wieder reingemacht, dieses Magazin, was da an dem Revolver hängt, ich weiß nicht, wie das heißt, das hängt dann an der Seite, wird dann reingeschoben, also schwunghaft reingeschubst sozusagen. Und dann wird es einmal um die Hand gewickelt und dann kann man losschießen. Genauso ist es, glaube ich, bei der Anaconda. Zudem, was der Unterschied zwischen der Anaconda und der M66 ist, die M66 ist etwas unpräziser, denn also der Recoil ist sehr stark und hat einen kürzeren Lauf. Natürlich durch den kürzeren Lauf ist es natürlich auch bei echten Waffen so, dass dann die Waffe, wie ist das jetzt nochmal, einen größeren Rückstoß hat, und so ist es auch bei der M66. Finde ich eigentlich ganz gut gemacht, also so, dass es wirklich so gut wie originalgetreu gemacht wurde. Kürzerer Lauf, größerer Rückstoß. Ja, vom Gewicht her, ich glaube sogar, die ist etwas leichter als die Gambard-Axt oder Field-Schaufel, denn das ist wirklich eine kleine Pistole. Ich würde sagen, die haben die Frauen immer in dem Spionfilm oder James Bond oder sowas immer an den Beinen, und dann ziehen sie die raus und dann knallen sie die Männer. Zweideutig natürlich gemeint. Ja, vom Aussehen her ähnelt der Anaconda, nur eben halt sieht ein bisschen dicker aus, also nicht so schlank, so elegant wie die Anaconda und kürzeren Lauf natürlich. Davon gibt es leider nicht sowas wie eine Anaconda ADV, also so eine M66 ADV. Das ist eben halt dann die normale Anaconda mit kürzerem Lauf und ein bisschen dicker gestaltet, meiner Meinung nach. Und ja, sie hat 36 Munition. Ich meine, das reicht eigentlich gut aus. Ihr solltet aber damit niemals mit Siege and Destroy, also ich spiele damit nicht in Siege and Destroy. Das wirklich mag ich nicht, mit der zu spielen, denn
Mir ist sie nicht so präzise, dass man darauf auch auf weitere Distanz aufspielen kann, denn auf weitere Distanz wird ja auch die Power weniger. Also man sollte wirklich nur auf Desert oder Anaconda den Wert legen in Siege and Destroy. Oder eben halt Mauser. Aber ja, mit Rechtsklick bewirkt man leider nichts. Mit Linksklick schießt ihr eben halt Einzelschuss. Klack, 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 klack. 6 zu 30 Munition, wie gesagt. Und ja, ich denke mal, das war's von mir. Mehr dazu gibt's nicht. Schade, dass Z8 Games oder Smilegate das nur in Events reinhaut und das temporär. Aber na schön. Man kann sie ja jedes Mal wiederbekommen, wenn man die Events erfüllt. Also es war, glaube ich, seit letztem Jahr. Letztem Jahr wurde sie reingenommen. Ich glaube, das war im Herbst so. Ich weiß gar nicht mehr. Oder Spätsommer. Auf jeden Fall, ja, sie gibt's schon auch. Also die M66 gibt's mittlerweile auch schon knapp ein Jahr. Und hat sich eigentlich ganz gut gehalten. Mir hat sie sehr gut gefallen. Besonders wäre es geil, würde man sie länger bekommen. Und zudem, was noch ein Pluspunkt ist, und das ist das Beste, was an der Waffe ist, allgemein sollte das jede Waffe haben, dass man sie nicht reparieren muss. Das ist einfach nur herrlich. Ich liebe es, dass ich sie nicht reparieren muss. Da muss man, also da ist ja nicht mal diese Damage-Zone oder sowas. Ich weiß nicht, warum die das so gemacht haben, dass die Waffe kein Damage nimmt. Aber es ist ganz schön gut, denn man muss kein GP blechen für eine temporäre Gun. Somit, ja. Viel Spaß mit der, wenn ihr den Ribbon gemacht habt. Also diesmal gab es sie ja für den Ribbon. Und an wen ich noch eine Grüße machen will, ist Anastasia von Clan J Elite, der sich bloßstellen musste und hacken musste mit seinem beschissenen Aimbot. J Elite ist ein Noob-Clan, wahrscheinlich auch ein Hacker-Clan. Ihr solltet nicht mit denen spielen, wenn sie in euren Raum sind und ihr gerade mit euren Clan drin seid, dann kickt sie einfach oder reportet sie. Auf jeden Fall ist es denn meiner Meinung nach, denn Anastasia ist ja auch ein Hacker. Habt ihr ja sicherlich in-game gesehen, dass sein Aimbot anhatte. Ein Hacker. Ja, ich würde sowas sagen. Sowas ist wirklich Noob-like. Zudem, das war's von mir. Wenn ihr mich abonnieren würdet, genauso wie Benjamin Demo, schaut einfach mal vorbei. Und bis dann, Anastasia.